Ja, das Projekt stammt aus Schottland. Es geht ja darum, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, die Emotionen, die der Fußball mit sich trägt, die zu benutzen, um dann Erinnerungen wieder hervorzurufen und mal kurz aus der Krankheit auszubrechen. Die Idee ist, Pflegeeinrichtungen zu besuchen. Wir haben einen Erinnerungskoffer dabei mit eben vielen Erinnerungsstücken, sowohl die man anfassen kann, die man hören kann, mit denen man vielleicht auch spielerisch umgehen kann. Was niemals fehlen darf, ist natürlich ein Bild von unserem Vereinsgründer Georg Melches, denn ohne ihn würden wir auch heute dann hier nicht stehen. Das Georg-Melches-Stadion, wie unser Stadion früher hieß, ist das wichtige Herzstück und deswegen ist Georg Melches auch dabei. Weil sich gezeigt hat, dass über die Emotionen unglaublich viel Erinnerung aktivierbar ist. Über den Verstand viel, viel weniger. Und je mehr wir Emotionen bewegen können, umso tiefer gehen die Erinnerungen. Für dieses Projekt haben wir ehrenamtliche Fanhelfer gesucht und Gott sei Dank auch gefunden in unserem Fankreis. Es haben sich viele Menschen gemeldet, die einen Hintergrund schon haben, die teilweise mit Demenzkranken schon in ihrem Job zu tun haben, die im Krankenhaus arbeiten oder überhaupt im medizinischen Bereich, also Vorkenntnisse haben, mit Patienten, mit Betroffenen umgehen können. Wir haben Gott sei Dank mit dem Alfred-Krupp-Krankenhaus einen tollen Partner gefunden, der die ehrenamtlichen Fanhelfer geschult hat, im Umgang mit der Krankheit nochmal und aber auch in dem Umgang natürlich mit den Betroffenen vor Ort. Und da stehen wir natürlich in einem engen Austausch, werden die ersten Erfahrungen, die wir dann machen, auch mit den Experten dort nochmal reflektieren, um uns natürlich dann zu verbessern, weil über allem steht natürlich, dass wir den Betroffenen eine schöne Zeit bieten. Nicht, dass Rot-Weiß Essen mit so einem Projekt glänzt, sondern dass wir rausgehen und eigentlich die Betroffenen, die kranken Menschen vielleicht eine glückliche Zeit hatten, die in der Pflegeeinrichtung glücklich sind und dann sind wir auch glücklich. Also es waren sehr aufgeschlossene Menschen, die hier als ehrenamtliche Fanbegleiter aktiv sind. Die haben sich sehr darauf gefreut, mehr darüber zu erfahren und haben alles sehr gut mit aufgenommen. Und wir wollten das unbedingt unterstützen, weil es so ist, dass gerade diese biografische Aktivierung über diesen Erinnerungskoffer kann ich sehr gut Menschen mit Demenz erreichen. Rot-Weiß hat sowieso den riesen Vorteil, dass Rot die Farbe ist, die man bis zuletzt am längsten sehen kann, also Heimvorteil. Ein Aktivierungserfolg wäre zum Beispiel, dass Sie an bestimmte Dinge sich akut erinnern, also nehmen wir ruhig mal die Meisterschaft, und dann aber auch weiterdenken und sagen, was war das damals eigentlich mit mir? Wie alt war ich eigentlich? Was habe ich gemacht? Was ist daraus geworden? Welche Pläne habe ich gemacht? Wie habe ich den Verein damals erlebt? Das heißt, um diesen einen Punkt kristallisieren sich dann ganz viele eigene, sehr subjektive Erinnerungsmerkmale und genau das ist ja das, was wir Aktivierung nennen. Und ich finde das so wichtig, weil bei den meisten Aktivierungen geht es eher um Basteln und um Malen und um Körbchenflechten. Das ist vielleicht was, wo man einen Mann nicht unbedingt so leicht mit hinterm Ofen hervorlocken kann. Aber ich glaube, Fußball geht im Ruhrgebiet eben immer und über so einen Traditionsverein, mit dem man vielleicht persönliche Sachen auch verbinden kann. Eigene Geschichten, die einen ins Stadion gebracht hat. Ente Lippens, ne? Den kennt ja hier in Essen jeder. Über diese Dinge kann man sehr gut Menschen aktivieren. Im Koffer darf natürlich kein Bild von Ente Lippens fehlen, einer unserer größten Bundesliga-Stars mit seinem legendären Spruch, den er dem Schiedsrichter gebracht hat, ich danke Sie, und dann des Feldes verwiesen wurde. Das ist natürlich etwas, was unbedingt dabei sein muss. Meine subjektiven, dass es diese Meisterschaft gab, dass ich bin aus Essen, ich bin gebürtiger Essener, dass ich damals erlebt habe, dass das was ganz Besonderes war. Ich kann das nicht mehr so genau detailliert sagen, aber ich habe erinnert, dass es irgendetwas ganz Besonderes in Essen gab und dass sehr viele sich euphorisch darauf eingestellt haben und wochenlang eigentlich kein anderes Thema war als diese Meisterschaft. Ein Bild, was wir garantiert auch zeigen werden, ist das unserer Meistermannschaft 1955, der Gewinn gegen Kaiserslautern mit Fritz Walter
ist der größte Triumph von Rot-Weiß Essen mit den legendären Spielern Helmut Rahn und August Gottschalk mittendrin in der Mannschaft. Und das sind natürlich auch Dinge, die wir zeigen werden. Wir haben Gott sei Dank viele Erinnerungsstücke an unsere großen Erfolge. Wir haben viele Bilder, wir haben Tonaufnahmen, wir haben Lieder und insgesamt vieles, was in einen Erinnerungskoffer passt, was wir mitnehmen können und zu den Menschen bringen können, die sich vielleicht aufgrund ihrer Krankheit leider nicht mehr so gut an die tollen Zeiten erinnern können. Und ja, deswegen wollen wir mit diesem Erinnerungskoffer eben auch ein bisschen Freude bereiten.